Ja, ich bin jetzt auch. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich dich auch nicht. Sind wir überhaupt in einem Trupp? Nein. Du noch nicht. Ich schon. In welchem? Und der einzige, wo es so viel da gibt. Nur ein Trupp. Ach, Fanny. Fun, genau. Jetzt bist du ah, jetzt bin ich dann perfekt. So. Okay. Also, meine lieben YouTube-Freunde, wir sind heute mal unter anderem, also anderes Intro heute. Wir sind auf dem Testserver auf Inder, weil die anderen Server abgedatet werden. Zusammen mit dem Recon. Genau. Der kann ich mir mal vorstellen. Ja, ich bin der Recon, alias Max, alias DeathmatchLP. Und ja, wir zocken heute zusammen. Und ich muss hier dringend die Sounds unterstellen, denn irgendeiner schießt hier die ganze Zeit neben mir. Ja, das war ein guter Soundtest. Habe ich eben auch schon gemacht, geschwind. Ja, so, komm, also, gehen wir auf Einfügen, dann gehen wir zum Truppeneinsatz. Perfekt, ja. Wir sollten vielleicht eins noch sagen, Truppe einsetzen, ne? Wir sollten vielleicht eins noch sagen, und zwar, dass dieser Testserver, dass man halt 100.000 Sats am Anfang bekommt, deswegen nicht wundern, warum wir da 9.700 haben. Nein, wir sind nicht die Suchtis und haben hier schon zigtausend Jahre drauf gezockt, sondern jeder, der hier drauf joint, kriegt dann 100.000 Sats und ihr habt hier natürlich alle ihr habt alle Möglichkeiten hier drauf, ihr könnt wirklich jeden Scheiß hier machen. Und das ist natürlich auch cool, selbst die Kamos, die kosten hier nur einen Zertpunkt und da ihr schon 12 am Tag bekommt, könnt ihr so 12 Kamos am Tag kaufen. Finde ich natürlich super, ne? Ja, ist allgemein, es kostet alles nur einen Zertpunkt, also Waffen, Ausrüstungsgegenstand und. Obwohl die und kosten 1000, also wenn ihr die upgradest. Ja, gut, aber die Freischaltung, die Waffen freizuschalten, kostet nur ein Cert und ja. Das Upgrade, das ist ja normal. Ja, normaler also Preis. An sich ist wirklich zu empfehlen, falls ihr das auch mal machen wollt. Ein Video ist ja dann bei Planetside Buddies auf dem Kanal, ne? Wie ihr dann ja. Da drauf kommt. Von daher könnt ihr euch das gerne mal angucken. Wir können das auch mal in die Beschreibung packen, einfach nur, damit ihr das Ganze dann halt mal seht. Weil es ist auf jeden Fall zu empfehlen. Man kann hier wirklich richtig, richtig viel geiles Scheiß machen. Was wollen wir machen? Wollen wir mit einem Liberator rumheizen oder mit einem. Ja. Reaver. Nö, da. Ja, kommt jeder einen Reaver schnappen und dann geht's zum nächsten Punkt, weil. Die Riesenschlacht dürft ihr hier leider nicht erwarten, jetzt so das Riesengemetzel, aber auf jeden Fall, man kann ja auch Spaß haben, wenn die Hauptserver genau. Mal down sind. Also, ist auf jeden Fall ganz schön, weil wir haben hier neue Waffen drin. Das ist übrigens das Update, was gerade hochgeladen wird. Darf man das jetzt sagen? Also, schon, oh, cool, du kannst dich ja sogar schon testen, die Update-Raketen. Ich weiß, die habe ich ja alle schon getestet, das ist das Schöne. Nee, auf dem Server wird nämlich ein. Stammt der da alles Schönes rum? Gott, die nehme ich sofort. Ich nehme sofort die Kojoten-Raketen. Ach, das sieht schon mal geil aus. Dann so gleich mal ausrüsten, optischer Zoom. Ach, Mann, da ist irgend so ein Typ. Ach, ich bin gerade zu inkompetent, ihn abzuknallen. Ich kann komplett auch nicht fliegen, das ist meine Scheiße. Du bist schon, was? Du zockst schon? Ja. Ja klar, ach, der ist tot, sehr gut. Ja, ich habe jetzt kurz nachrüsten müssen. Wo bist du? Alter, okay, ich werde jetzt da Typen töten. Ich platziere jetzt hier mein Flugzeug, denn ich habe mir keine Brecherlafetten reingepackt, was ich vielleicht hätte tun sollen. Ich habe nämlich mal die neuen Raketen gemacht. Und warum kann ich? Ach ja, ich muss hier U drücken. Da ist er. So. Boah, die haben ja was drauf. Das sind ja zwei. Bum, 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 bum. Oh, einen habe ich. Oh, jetzt bin ich tot. Aber einen habe ich mitgenommen. Das ist sehr gut. Die neue. Mann, jetzt muss ich wieder so lange warten. Oh, okay. Das sind gute Leute. Ja, meistens haben die relativ guten Spieler, wo auf den normalen Server spielen. Auch hier ist sich ein Account gemacht, damit sie den hier zocken können. So, ein bisschen das Sound regeln. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal den Spion nehmen. Das mit der Indertarnung. Denn da will ich auf jeden Fall mal was hinbekommen. Ach, da kann man sich überall so rüber porten. Das ist natürlich auch cool. Oh, das ist richtig geil, dass sie hier die Dinger da sind. Also die neuen Raketen. Ja, das finde ich wirklich auch richtig, richtig cool, muss ich sagen. Weil es macht wahnsinnig Spaß, hier drauf eigentlich zu spielen. Weil du hast einfach diese ganzen Möglichkeiten. Was ich allerdings nicht hoffe, ist dann irgendwann, dass hier jeder auf diesen Server drauf kommt. Keiner mehr Bock hat zu leveln. Das ist einfach meine Befürchtung, die ich habe. Das glaube ich jetzt weniger, dass da viele. Wo rennst du denn eigentlich rum? Sehe dich nicht. Oh, das ist unserer. Fuck. Ich will eigentlich da hinten hin. Nein, ich sehe dich nicht. Jump hier gerade hinten rum. Ja, ich könnte nur weiter. Zwei Platoons. Oh, da sind mehrere Gegner. Dann ab dahin, würde ich sagen. Ich bin nur. Ah, da ist einer. Siehst du sie? Im Manibier oder wo? Ja, der hat mich gerade gekillt. Das Problemkind hat mich gerade gekillt. Mann, die Waffe ist schon mal Schrott. Muss ich ein bisschen umbauen.
Aber auf jeden Fall, Leute, es ist zu empfehlen, hier zu spielen. Es macht Spaß, wenn was los ist. Meiste Zeit ist nicht los, nur wenn wirklich die Server down sind. Ich muss ein bisschen Umstellung, Einstellung Ja, muss passen. man wirklich sagen, falls ihr jetzt das Rascheln hört, das ist mein Vater. Das tut mir sehr, sehr leid. Der weiß nicht, wann man hier rausgehen soll. Ja, ich weiß, dass du dich deswegen gerade freust, aber ich gehe mir jetzt gerade tierisch auf die Nerven gerade. Ja, das passiert. Mein Vater ist unterwegs oder fort, also ihr was nicht in der Nähe, dass er mich nerven könnte. Ich wünsche, das Glück hätte ich auch. Ja. Oh. Arme, wir verlieren A, schnell zu A. Oh, da, da. Oh, Mann. Oh, die können ja scheiße, die können ja das ist mir gerade aufgefallen. Juhu, hab einen. Die haben sogar hier ein eigenes Team oder schon gebildet. So, ich soll da einnehmen am besten. Wo steckt der Typ? Wo rennst du denn rum? Also drüben bei Bin C. gerade bei C. Gentlemen, ich komme We're rüber. going to have to attack the Sarva South Fortress. Ah, gut, schön, dass ich We are verstehe, was du defeating the sagst. enemy. Ja, nee, ich muss es auch immer extrem entziffern. Das ist zwar richtig geiles Feeling einfach, nur wenn die dann auf Englisch laufen, so go out, man, go out. Good job, man. 250 Meter Sniper in the front. Wenn die dann immer so reden, das macht eigentlich richtig geiles Feeling. Aber ich verstehe kein Wort, weil mein Englisch so miserabel ist. Ja, nee, ich habe auch nicht das beste Englisch, das muss ich auch dazu sagen. Aber an sich verstehen tue ich relativ viel schon, weil ich das halt das Ganze durch Arme habe, wo ich dafür mit vielen Amerikanern auf Servern gespielt habe. Und die da halt alle so, go out, go out, front, 250 meters, not near. Und die labern ja auch immer alle auf Englisch und das ist Ich muss so echt mal hilfreich. mehr auf englischen Servern spielen, habe ich das Gefühl. Das solltest Weil du. Okay, du Lyric solltest kann vielleicht mal auch nach Rota. Sauber links da gehen. Kann Da, auch wo der Rota. Tropfwegpunkt ist. Oh, welcher Gruppe? Der grüne oder der gelbe? Der Grüne. Da komme ich schon wieder nicht hin, oder? Doch, ich glaube, jetzt komme ich hin, oder? Ja, ich komme rüber. Bist du da? Wie kommst du hin? Über Jumppads. Wo ist er? Rechter Ausgang, also wenn es im Spawn rumsteht, im rechten Ausgang, aber wir übernehmen gerade. Oh ne, da kommen sie schon wieder. Brauche Unterstützung. Nimmt gerade einer A ein, die Wetschen wir jetzt mal schaffen. Hat er Oh, nicht schade Mann, ich geschafft. meine, was hier abgeht, ich habe keine Schnitte. Das ist, wenn man halt die Waffen halt brutal abgeskillt hat. Na geil, warte. Ja, das hätte einen schade, weil du kannst einfach nicht mehr durch dein Level halt da gewinnen. Sondern das ist einfach nur wirklich dein Können dann halt. Oder wer halt die bessere Waffe hat, der gewinnt halt ganz einfach. Der einfach als erstes anfängt zu schießen, der gewinnt. Das stimmt schon. Auf jeden Fall kriegen wir das Video ganz gut rum, muss ich sagen hier, weil wir haben ja doch eine ganz schöne Action dafür, dass den Server kein Schwein kennt, muss ich sagen. Ja, das ist halt, wenn die Hauptserver down sind, aber bis um 6 Uhr noch heute Abend, das ist furchtbar. What the fuck, wie soll ich denn da runterkommen? Oh Mann, ah, die haben jetzt auch ein neues Bildschirm eingefügt. Wenn du ziemlich geschädigt bist, kriegst du ein rotes Dreieck. Habe ich jetzt gerade festgestellt. Echt? Ja. Ich glaube, Na ich muss krass, nachher noch okay. das Video ein bisschen zusammenschneiden, noch ein kleines News-Update machen. Ja, Wenn's das halt. muss dann auch durchführen. Allerdings kannst du das ja erst machen, wenn der Server online ist. Ne, Oder das willst kann du ich das ja jetzt dann? ich habe ja jetzt schon die Testdinger da, neue, also das ist mit dem Dreieck und so, es soll ja nur ein kurzes Video werden. Ja. Wenn die auch noch 3 Stunden warten müssen, kann ich es jetzt schon gleich als erstes Oh, da raushauen, sind wenn die ich dann ganzen vorhanden Hostile habe. Prowlers coming around the corner, northwest. Aber die sterben auch nicht, das gibt's nicht. Die Waffe ist schlecht. Ich brauche eine bessere. Jetzt markiert, wir haben feindlichen Kampfpanzer. Äußerste Wachsamkeit, Fährt Spion in im Richtung Einsatzgebiet. Nordwesten. Jetzt spielen wir Immer noch das vom ganze Spiel Biolab? hier mal ein bisschen taktisch. Ne? Wir werden jetzt hier Militärstatus erringen. Ich habe es vorhin schon so gesagt, wir sollten jetzt eigentlich mal auf Hossien spielen, weil der Server wahrscheinlich, das ist so wahrscheinlich so die Map, die richtig beliebt ist. Und da habe ich sogar gedacht, so, komm, lass mal beide Sniper nehmen und dann so schön die Black Ghosts rumheizen hier. Ja, aber das hast du ja gesagt. Oh, nee. Oh. Aber auf Ah, Hosen perfekt. war nichts los. Hier ist mehr los, also auf jeden Fall. Was so die Leute angeht, also die Ja, stimmt Action. wirklich. Das ist auf jeden Fall, finde Sonst hätte ich man zumindest gerne auf richtig Hosen cool. spielen. Hosen? Ja, ist ja egal, auf dem Sumpfplaneten, Das können wir ja für die nächste so. Das können wir das nächste Mal Folge machen, dann das ist machen. Das ist kein. doch ein Sumpfplanetenspiel. Wir können ja da noch eine Folge aufnehmen. Dann machen wir da halt keine große Kampf-Action, einfach nur ein bisschen so Let's zocken. show. Genau, kann man auch mal machen, ne? Dann machen wir jetzt so wirklich so Like Ghosts.
Ja, das kann man machen. Ich wollte das schon immer mal machen. Ey, da müssen wir mal so komplettaktische Spiele hinbekommen. Ich glaube, das werden wir eh nicht hinbekommen. So. Ich, ganz ehrlich, ich liebe die NS7 PDW. Kriegt zwar damit gerade noch keinen gekillt, keinen Typen, aber die Waffe ist trotzdem geil. Ich will jetzt endlich mal einen killen, also meine M4, meine aufgerüstete, ist schon mal Schrott. Die killt keinen, ich habe das ganze Magazin in den Reihen und passiert nichts. Wir haben die Einrichtung befreit. Perfekt, so, das Ding haben wir eingenommen. Würde aber ich sagen, wenn man gleich, what the fuck, wir haben mich abgeschossen. Wo geht's als nächstes denn? Dann nochmal zur Sauber South Fortress, würde ich sagen, ne? Kann man hier Panzer spawnen? Ja, kann man, perfekt. Ja, spawn du, wo bist du? Ha? Warte, ich spawne zum Vanguard. Ja, mach du, ich hock rein. Es geht. In der Zeit kann ich mir noch ein bisschen meine Waffen kaufen. Ja, kommst du? Ja, achso. Ja, also es hat leichte Versetzung. Ach, da bist du gut. Ich will nämlich nicht, dass hier jemand anders einsteigt, weil mit dir kann ich mich noch absprechen. So. Okay. Du hast ja auch schon geskillt. Das war nicht super. Gut, fahr du mal, ich tu kurz noch meine Waffe ändern. Also du hast die blitz ich nix. Ja, ich weiß. Du hast übrigens schon Wärmebild drauf, ne? Liebe Wärmebild, ich spiele nur noch mit Wärmebild. Das ist gut. Weißt du, was kaufe ich mir jetzt? Gib mir mal einen Tipp. Ich brauche einen guten Karabiner. Ah, das ist jetzt mal. Oh, gegnerisches Flugzeug. Wo? Über uns. Ja, aber so hoch kann ich nicht zielen. Ja, ist egal. Also nur wenn es auf uns schießen sollte, dann kannst du auch mit. Das Gute ist, wenn ich einen Schuss abgebe oder du zwei Schüsse, dann explodiert das Ding. Das ist das Geile. Feuer eröffnet. Ja, ich versuch's, aber der fliegt schnell. Okay, nee, jetzt ist so sinnlos, du verbrauchst Munition. Wir lassen's mal ziehen. Wo? Alter Feigling. Gut, achso, sind wir schon da? Ich habe jetzt noch nichts kaufen können. Das ging natürlich schnell, ne? Ja, da ist ein Thunder. Feuer! Wo? Direkt vor uns! Au! Oh. Ich hau schon drauf, was geht. Da! Da, Feind, Feuer, auch Mann, weg. Ja, ich schon wieder. Da ist er. Nein, oh, weil ich habe ihn voll getroffen und er stirbt nicht. Thunderbolt Kill. So, raus. Den hole ich mir. Oh, auch nicht. Ich mache mich erstmal unsichtbar, dann kann er mich nicht sehen. Ja, das hat Unsichtbarkeit an sich. Aber wo ist der? Frag ich mich auch gerade. Du hast keinen Sichtkontakt, ne? Nein, leider nicht, aber ich gehe mal zu A. Das ist eine gute Idee. Da renne ich dir gleich hinterher. Ja, machen wir kurz Abstand noch. Vielleicht. Er ist da. Nein, er ist bei A. Ist bei A, okay, gut. Wie viel? 2-4. Ja, gut, das geht. Für eine Viertelstunde Spielzeit. 2 Tote, 2 umgebrachten, 4-mal gestorben. So, ich will's nicht. Okay, den schnapp ich mir jetzt, Leute. Das wird dann sozusagen das Endspecial. Wow. Oh, da haben sie meinen Fahrzeug zerlegt. Echt? Sind so viele? Nein, aber hier ist. Ich muss mich jetzt noch einmal an die neue HUD gewöhnen, dass ich hier in der Mitte habe. Ach, mich hat er auch noch weggenommen. Ach. Ja, ich komme gerade. Wirklich, zwei Typen haben es nicht geschafft, einen zu töten. Das ist brutal. Entweder sind die Waffen total schlecht oder die sind einfach zu stark gepanzert. Ja, das ist das Problem. Hab ich hier noch was Schönes, mit dem ich mal fighten könnte? Ich kann mal kurz gucken. Da, ja. Es kommt einer rein. Sichtkontakt zu leichter feindlicher. Klauen kann ich natürlich nicht nehmen. Oder ich renne mit der Shotgun, aber mit der Shotgun kann ich gar nicht spielen. Ich nehme jetzt mal den Typ mit dem Jetpack. Oh, aber wir haben gewonnen. Haben wir? Ja. Sehr gut. Okay, jetzt nochmal kurz. Oh Gott, da sind 3 Stück drin oder so. Na geil. Die schnappen wir uns jetzt alle. Ja, ich hoffe, dass ich überhaupt überlebe. Na, ich habe jetzt erstmal wieder ausgerüstet. 2 Stück tot, jawohl. Weißt du, wie selten ich leichte Angriffseinheit spiele? Ich glaube, das ist das dritte Mal, dass ich die überhaupt in meiner gesamten Karriere spiele. Ich war immer direkt schwer Angriffseinheit. Ich habe 2 Headshots verteilt. Jetzt bin ich zwar tot, aber 3 Headshots. 3 getötet. Ja, jetzt müssten.
So. Also so schlecht ist die Waffe jetzt doch noch nicht. Also sie kann was, wenn man auf den Kopf zielt und sie hat 50 Schuss Magazine. Da muss man nicht unbedingt gleich treffen. Hauptsache mal schießen in der Nähe irgendwo, irgendwann trifft eine Kugel. Ja, ah, gut, wir haben den Punkt A gleich mal erobert. Mal folgendes, ich gehe übers Dach. Jetzt mal clever. Schwere gegnerische Einheit gesichert. Wieder ein Magazin verballert und nichts getroffen. Na, wow. Die Blitz, okay. Die verzieht so dermaßen. Oh, wir müssen schon Schluss machen. Wir nehmen schon 16 Minuten auf, ne? Oh, Mist. Okay, gut, dann Leute, haut da rein. Hoffe, euch hat's gefallen auf dem neuen Testserver. Hoffen, wir sehen euch dann in Zukunft auch mal drauf. Und bis dann, Leute, ne? Ciao. Ja, ciao von mir auch.